So Freunde, heute wie angekündigt, kurzes Tech-Video, wie schimme ich eine Gearbox. Machen wir mal kurz bei einer Lonex V2 Gearbox und ich wünsche euch viel Spaß. So, und dann ganz kurz, was brauchen wir dafür? Letztendlich brauchen wir ein Shimset. Ich habe jetzt hier das von Lonex. Es sind 0,3 mm und 0,15 mm Shimscheiben. Und dann je nach Gearbox-Version natürlich ein bisschen Werkzeug. Ich brauche jetzt hier einen Kreuzschraubenzieher, einen Innensechskant-Inbusschlüssel und dann nehme ich immer, um die Gears zu prüfen, einen ziemlich langen Schlitzschraubenzieher. So, los geht's mit dem Spurgear. Das ist dieses hier. Das muss am tiefsten in der Gearbox sitzen. Sprich, wir nehmen hier nur mal eine 0,15er Shimscheibe, legen uns die hier mal drauf, setzen das Gear drauf und oben drauf eine 0,3 mm. So, dann machen wir mal das Gehäuse gleich drauf. Und jetzt wichtig zum Testen, immer festschrauben, also nicht einfach nur zusammendrücken oder so, weil ihr bei den Schrauben einfach mehr Zug drauf bekommt und dann kann es euch passieren, wenn das nicht zusammenschraubt und dann passt und dann schraubt es zusammen, dann klemmt das Gear, wäre natürlich ein bisschen scheiße, sage ich mal. Deswegen jedes Mal zusammenschrauben, Schrauben festziehen. So, und dann testen wir mal. Wir gehen von oben mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher rein und drücken das Gear mal nach oben und dann sieht man schon gefühlstechnisch, wie viel Luft noch da ist. Ja, da haben wir schon noch ein bisschen was. Schrauben wir wieder auf. So, dann nehmen wir nochmal eine 0,15er und legen die ebenfalls oben drauf. Ihr müsst immer aufpassen, dass es die Gears sollen minimalst Luft haben in der Gearbox. Natürlich nicht zu viel, sonst ist scheiße und wenn es zu wenig ist, dann klemmt es euch. Das ist auch nichts. Also immer gucken, dass es wirklich so wenig Luft wie möglich hat und ordentlich eingeschimmt ist. So, wieder festschrauben. So, dann testen wir wieder, wie viel Spiel es hat. Ja, jetzt passt es. Ganz, ganz leicht hat es jetzt noch Luft, also minimalst. Und läuft aber schön leichtgängig. Passt. So, dann nehmen wir unser Spurgear wieder raus, passen hier auf, dass wir die Shims alle beieinander haben und machen weiter mit dem Sektorgear. Das muss jetzt ein bisschen höher in der Gearbox liegen, deswegen starten wir hier mit einer 0,3er Shim, eine 0,3er unten rein, dann drauf das Ganze und eine 0,15 oben drauf und das gleiche Spiel wieder, Gehäuse, Deckel drauf, kann man gleich hier kurz mal ein wenig testen, ah, das hat noch sehr sehr viel Spiel, seht ihr hier, hat noch ziemlich viel Luft, also auch wenn wir es jetzt zusammenschrauben würden, glaube ich, langt das noch nicht ganz, deswegen nochmal eine 0,15er oben drauf oder ihr tauscht es eben aus durch eine 0,3er. Ich mache jetzt einfach mal 2,15er drauf, ist letztendlich das gleiche. Ja, hat immer noch ein bisschen arg viel Luft, aber jetzt testen wir es erstmal. Schrauben wir zusammen.
hat immer noch ein bisschen arg viel Luft. Probieren wir es mal, wenn wir nochmal 0,15er drauflegen. Aber es könnte passieren, dass das dann schon zu viel ist. Aber wir testen es mal. Tauschen wir einfach mal die 2,015er aus. Machen wir eine 0,3er drauf. Na komm her. Einmal 0,3 und einmal 0,15. Das müsste immer noch gehen. Aber daher das Gear am höchsten liegen muss, tun wir mal die 0,15er nach unten mit drauf, damit es ein bisschen höher steht noch. So, wieder zusammenschrauben. Jetzt passt's. Also es hat jetzt noch ganz, ganz leicht Luft, also wirklich minimalst und lässt sich schön leichtgängig drehen, blockiert nicht und läuft schön leicht. So, das lassen wir so. So, dann legen wir uns das auch wieder auf die Seite. Aufpassen, die zwei Shims, die unten drauf sind, die legen wir uns hier dazu, dass wir es nicht vergessen. So, und zu guter Letzt kommt unser Bifelgear. Hier starten wir unten auch wieder mit einer 0,3er, damit es auch wieder einen Tick höher liegt wie unser Spurgear. Na komm, hier drauf. Und daher wir bei den anderen zwei eh jetzt oben relativ viel drauflegen mussten, fangen wir hier oben auch mal mit einer 0,3er Shim an. Einmal oben drauf. So, können wir wieder mit dem Schraubenzieher testen. Einmal das Bifelgear nach oben drücken. Ihr hört es auch vielleicht, ist noch sehr viel Luft. Wir auch gleich wieder noch mal runter und setzen oben noch mal 0,15er drauf. Das müsste passen, schrauben auch gleich wieder zusammen. So, dann wieder das Bifelgear nach oben drücken und testen, wie viel Luft es hat. Ja, minimalst, ganz, ganz leicht und lässt sich aber ganz leicht drehen. Blockiert nicht. Passt. So, das war es eigentlich auch schon. Wir merken uns einfach nur, unser Spurgear, dieses hier, muss am tiefsten in der Gearbox sitzen. Das heißt, hier legt er eine sehr, sehr dünne Schimmscheibe drunter und schimmt dann oben mehr. Und die anderen zwei Gears müssen einen Tick höher liegen wie unser Spurgear. Da fangt er halt, wie gesagt, hier mit einer 0,30er, 0,15er und hier ebenfalls 0,30 unten. Dann schimmt ihr die Gears so ein, dass sie schön leichtgängig laufen. Und wirklich vom Spiel her sehr, sehr wenig habt. Wenn ihr zu viel Spiel habt, ist scheiße. Wenn ihr zu wenig Spiel habt, dann reibt alles und geht sehr schwergängig. Also müsst ihr immer so einen Kompromiss finden, dass es ganz leicht Luft hat und schön leicht läuft. Bauen wir es mal komplett zusammen. Hier unser Sektor-Gear, die Shims drauf. Da haben wir unten eine 0,15, unten eine 0,30. Und
und unser Beaver Gear. So, dann schrauben wir mal alles zusammen. So, und dann testen wir mal oben am Sektor Gear mal drehen. Alles schön leichtgängig, läuft auch weiter, hört sich auch relativ normal an. So, dann ganz kurz, wenn ihr das Beaver Gear neu schimmt oder auch das Beaver Gear tauscht durch ein neues, müsst ihr auch euren Motor neu einstellen. Macht man nach Gehör. Schauen wir mal, wie ich Zeit habe die nächsten Tage, mache ich euch vielleicht noch ein kurzes Video drüber. Ansonsten schuste ich jetzt mal die Gearbox wieder zusammen und wir sind schon am Ende. Ja Leute, das war es eigentlich schon. Ist, glaube ich, nicht besonders viel dabei. Ich habe die Knifte wieder fertig zusammengeschustert. Wenn ihr dennoch Fragen habt oder wenn ihr was anders macht beim Schimmen, einfach mal in die Kommentare unten reinklatschen, können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Ansonsten bedanke ich mich wie immer recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Und freue mich aufs nächste Mal. Haut rein! Einfach in die Kommentare unten reinschreiben. Und in dem Sinne wünsche ich euch wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Alter, das labe ich. Wenn noch Fragen sein sollten oder wenn ihr irgendwie was anderes macht. Ansonsten. Wie komme ich jetzt auf ansonsten?